Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Draußen fliegt eine Brandbestie wie immer durch die Gegend. Und ich muss sagen, ich fühle mich ein bisschen verfolgt von diesen Bestien. Momentan im Metro habe ich ja genau das gleiche. Fliegen auch so eine Viecher rum. Haben sie wahrscheinlich vom Metro geklaut. Aber heute ist unser Ziel sowieso nicht der Riss. Riss-Standort. Okay. Und mir wurde gesagt, nein, die Brutmutter wird da nicht sein. Ich weiß nicht, was da sein wird, aber nein, ich will keinen Spoiler. Spoiler sind böse. Merkt euch das. Spoiler sind immer böse. So. Kann ich nochmal hier die Kiste looten oder ist die jetzt für mich immer leer? Das wäre ein bisschen blöd. Naja. Immerhin. Besser als nix. So. Wir sollten definitiv unsere Rüstung auspacken, ne? Und dann wechseln wir die Waffe. Aber nicht zu der, sondern wir haben ja noch ein bisschen Munition für diese Waffe. Nicht mehr viel, aber naja. Muss reichen. Okay. Wir haben ja vier Kerne dabei. Easy going. Und wir müssen in die Richtung. Obwohl da eine Statue ist. Ich würde gerne... Oh, ich hasse es, so eine Karte zu haben, wo alles gezeigt wird. Weil ich da immer hin will. Naja. Lass uns jetzt mal weitergehen. Mir ist gerade übrigens nochmal eingefallen, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, dass mir der Name von diesem Viech nicht eingefallen ist. Dann ist mir der Name nämlich gerade eingefallen, dachte ich, oh, schnell die Aufnahme starten. Jetzt habe ich ja wieder den Namen vergessen. Das war... Haben wir das nicht noch als Quest? Weil das regt mich gerade wieder auf, dass ich den Namen schon wieder vergessen habe. Wendigo. Wendigo. Wir müssen die Quest höchstwahrscheinlich demnächst mal wiederholen. Ich meine, wir kriegen ja auch guten Loot dafür. Ist ja nicht so, als wäre das total umsonst. Aber ich überlege halt, dass ich demnächst mal einen längeren Stream mache, wo wir ein paar Sachen sammeln können. So Munition und Blei. Ihr gebt mir ja immer fröhlich Tipps, das freut mich. Ich weiß jetzt, wo ich Blei herbekomme. Ich glaube, wir waren da auch schon mal und haben da schon mal Blei gesammelt. Wenn auch unbewusst, weil das direkt am Anfang des Let's Plays war. Und da wusste ich ja nicht, wie wichtig Blei ist. Aber wir können da gerne nochmal hin zurückgehen. Können Werkstätten mal einnehmen. Einfach mal so am Wochenende oder so, keine Ahnung. Mal ein bisschen Zeit damit verbringen. Gehört. Was auch immer das war. Ich wette, die sind vom Himmel gefallen. Irgendwie ist, keine Ahnung. Entweder bin ich verflucht oder ich weiß auch nicht. Ständig, wenn ich aufnehme, passieren verrückte Dinge. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. So, kurz den Rücken absichern. Okay, und das wird also unser Zielort sein. Erhalte das Admin-Passwort. Mal den ganzen Scheiß ein bisschen überblicken. Keine großartigen Gegner hier. Wo sind die denn alle? Also, ich tippe auf Ghule. Oder was bist du da hinten? Da ist hier niemand. Okay. Übrigens, ich bin auch gerade stehen geblieben, also absichtlich. Ich habe so getan, als wäre ich eingefroren. Aber da ich es rausschneiden werde, ist der Witz leider nicht so toll. Ach, guck mal, eine Wand. Was? Geleitete Meditation. Verhindere, dass disharmonische Kräfte die geleitete Meditation stören. Entzünde die Feuerschale der Transzistenz.
Okay. Wo soll der Schlüssel sein? Oh Gott, habe ich da gerade was gesehen? Macht die Brutmutter gerade diese komischen Geräusche? Sie ist weg. Und jetzt bereite dich auf die geleitete Meditation vor. Okay, ich bin vorbereitet. Hoffe ich. Wie soll man sich auf etwas vorbereiten, das man nicht kennt? Eventuell gehe ich woanders hin, ja. Vielleicht hier oben hin? Nicht hier in Sicherheit? Seien Sie herzlich gegrüßt. Bitte begeben Sie sich zum Heiligtum der Gelassenheit, um sich in der heutigen geleiteten Meditation auf eine spirituelle Reise zur Transzendenz führen zu lassen. Wir werden in Kürze beginnen. Nehmen Sie sich einmal Zeit, Ihre Umgebung wahrzunehmen. Und denken Sie daran, Ihre großzügigen Spenden bei der Anmeldung machen diese spirituelle Reise überhaupt erst möglich. Sind Sie bereit? Schließen Sie die Augen. Nehmen Sie einen tiefen Atemzug. Einatmen. Zwei. Ihre Lungen füllen. Stellen Sie sich Ihren Weg zur Erleuchtung als drei riesige, in den Himmel ragende Säulen vor. Nun stellen Sie sich Kugeln voller erhabener Energie um sich herum vor. Strecken Sie die Hand aus und sammeln Sie sie ein. Bringen Sie sie zu den Säulen. So erreichen wir Transzendenz. Während Sie Ihre Säule der Transzendenz errichten, sind Sie vielleicht von disharmonischen Kräften umgeben, die versuchen, Sie in Ihrer spirituellen Erleuchtung zu behindern. Treiben Sie sie mit positiven Affirmationen und lassen Sie nicht zu, dass Sie Ihre Säulen einreißen. Sie sind stark. Sie können diese und andere negative Einstellungen überwinden. Manchmal ist es zu schwierig, die disharmonischen Kräfte fernzuhalten. Und Ihre Säulen der Transzendenz könnten ins Wanken geraten. Seien Sie beruhigt, da das holistische Licht dann am hellsten scheint, wenn Sie es am dringendsten brauchen. Okay, jetzt hat es plötzlich aufgehört. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, aber diese Stimme war gerade sehr gruselig klar. Bisschen zu klar. Huch, sorry. Okay, jetzt muss ich auf die andere Seite. Da ist auch noch etwas zum Reparieren. Ah. Na, jetzt begreife ich das. Ich dachte, ich soll das Feuer beschützen. Wie soll ich denn alle vier beschützen? Nach ihrer Transzendenz ist es vollkommen normal, das Bedürfnis zu verspüren, ihren materiellen Besitz aufzugeben. Wenden Sie sich an einen unserer Gurus, falls Sie dabei Hilfe benötigen. Wo ist denn der vierte? Und wieso wird er nicht mehr beschädigt? Hä? Ich begreife das nicht.
Jetzt weiß ich. So, reparieren wir den mal ganz kurz. Das kriege ich auch easy alleine geregelt hier. Also gar kein Problem. Sie sammeln die erhabene Energie und lassen sie in die Säulen strömen. Lassen Sie die dadurch entstehende Wärme Ihren Geist auf eine neue Ebene der Existenz jenseits des Körperlichen führen. Keine Sorge, ich bin tiefenentspannt. Hat zwar gleich keine Munition mehr, aber ich bin sowas von tiefenentspannt, dass ich nicht mal mehr Schaden mache. Sich nur entspannt. Ich bin total entspannt. Ich dachte, er ist tot. Aber wir müssen noch so viel looten wie möglich. Okay, haben wir schon gelootet. Ich will nicht, dass die Leichen nachher despawnen. Und dann kriegen wir einen Scheiß davon. Lade bitte ein bisschen schneller. Ist leer. Der Wahnsinn. Habe ich gerade irgendwelche Stimmen gehört? Ist hier jemand anderes noch? Hier ist doch überhaupt kein Event. Auch wenn ich dafür nichts bekomme, ne? Spüren Sie, wie die warme, entspannende Energie in Ihren Körper strömt. Sie fühlen sie in Ihren Armen, in Ihren Beinen, in Ihren Fingern und Zehen. Dieses Gefühl ist mit einer Welle der Gelassenheit und tiefer Entspannung verbunden. Na, jedes Mal, wenn er sagt, spawnt was neu. Aber ich weiß jetzt nicht, wo die sind. Wo willst du denn hin? Dafür du bezahlen! Bestrafen Sie alle disharmonischen Kräfte, die Ihnen im Weg stehen. Lassen Sie sich von ihnen nicht spirituell verletzen. Wenn Sie spüren, dass Ihr körperliches Selbst auf deren Anwesenheit reagiert, ist das in Ordnung. Achten Sie dabei jedoch auf Ihre Umgebung und vermeiden Sie Sachschäden. Keine Sorge. Keine Gegenstände sind in Gefahr. Habe ich es geschafft? Ich wette, hier ist jemand. Irgendwo ist hier jemand, weil ich bin in Gefahr, wenn ich mich ducke. Aber hier ist keine Sau. Das heißt, ich frage mich, ob hier keiner war. Freien Sie Ihren von allen Ablenkungen und Sorgen. Konzentrieren Sie sich auf die Säulen der Transzendenz. Konzentrieren Sie sich darauf, die disharmonischen Kräfte fernzuhalten. Komm, lass dich treffen. Sei kein Arsch. Ich habe gesehen, dass hier irgendwo dein Hundi langgelaufen ist. Ich weiß nicht, wo es ist. Aber ich weiß, dass es da ist. Blicken Sie durch Ihr geistiges Auge auf sich. Sehen Sie sich, wie andere Sie sehen. Untersuchen Sie sich von allen Seiten aus der Nähe. Vielleicht erlangen Sie das Gefühl, das Leben mit anderen Augen zu sehen. Hat sich mal gar nicht gelohnt. Wirst im Nahkampf getroffen, wird alle 30 Sekunden ein Tarnfeld erzeugt. Ach komm, das ist Billigkram. Braucht doch keine Sau. Da würde ich jetzt mal all meine Munition verschwenden. Toll. Wieso bist du gestorben? Oh, ich weiß es nicht. Aber ich find's gut. Hm.
Du hast Munition. Na toll. Die Schrotpatronen, die ich gerade in den reingejagt habe, ne? Na, ich bin wenigstens froh, dass jetzt die Leute ein paar mehr Sturmgewehre tragen. Mir auch die Munition davon geben möchten. So, hier ist nichts mehr, ne? Schade. Ja gut, beenden wir die Quest, holen wir das Passwort. Ne? Ernsthaft? Der sitzt hier im Dunkeln und schießt auf mich. Lass mich doch gucken. Oh, Jagdgewehrmunition. Ja. Nehme ich alles. Spüllappen. Wow. Hab ich hier gut versteckt, den Spüllappen. Hab ihn fast nicht gefunden. Admin-Passwort aus dem Palast. Transzendenigma. Okay. Darauf wäre ich wirklich nicht gekommen. Warum auch immer sie in der Luft geschwebt hat. Aber wisst ihr was? Es ist mir egal. Habt ihr hier auch eine Werkbank? Die könnte ich so langsam mal gebrauchen. Huch! Hä? Achso. Wo auch immer ich hier reingeraten bin, wo bin ich denn jetzt? Und die besitzen die Frechheit nicht mal, eine Werkbank hier zu haben. Unglaublich, wa? Was ist denn das hier? Ein separater Durchgang. Wer braucht denn sowas? Genau, wir gehen mal zurück. Da war noch ein anderer Weg. Wir gehen den lang. Das sieht auch wunderschön aus. Wie fester, gute Arbeit. Sehr guter Job. Hier richtig gut gemacht. Nicht mal einen Fusionskern kriege ich. Cyrus Bedenken. Sei mit liebender Güte gegrüßt, Freund. Ja, ja. Liebende Güte und Ganzheit. Und der ganze Kram. Und du, wolltest mich sehen? In der Tat, jünger Simon. Ich bin stolz darauf, was du in kurzer Zeit hier erreicht hast. Aber ich mache mir Sorgen um unsere neue Ausrichtung. Na, du meinst das transitorische Jüngerprogramm? Was ist damit? Beschweren sich die Gäste? Im Gegenteil. Bei ihrer Abreise wirken sie glückselig und erleuchtet. Es ist wundervoll. Ich befürchte, das Problem ist materieller Natur. Mich betrübt die Unsumme an Geld, die aufgewendet wird, um den Palast zu bewerben. Lass dich von solchen Sorgen nicht betrüben, Cyrus. Schließlich hast du mich aus diesem Grund zum Geschäftsführer des Palastes ernannt. Entblöße dich ruhig und wandere herum. Entzünde Räucherstäbchen, male Wassermelonen, was immer du nicht tun und lassen kannst. Überlass den Rest mir. Ich bitte dich, jünger Simon. Du klingst ja fast so wie am Tag deiner Ankunft bei uns. Oh je, vielleicht ist dein Gleichgewicht verschoben. Wünschst du zur Reinigung mit Öl gesalbt zu werden? Nein, nein, meinem Gleichgewicht geht's prima. Alles ist super. Bitte keine Ölung mehr. Also gut. Womöglich mache ich mir grundlos Sorgen. Schließlich hast du uns mit dieser neuen Richtung beschenkt und so viele neue Leute hierher geführt, die nach Ganzheit streben. Ja, kein Problem, Cyrus. Mach dir keine Gedanken. Da ich schon mal hier bin, könntest du dir diese Pläne für eine Belüftungs-, für Leitungen in die Geisterwelt ansehen, die ich gerne installieren würde. War das nicht der Typ, der auch über das Faultier gesprochen hat?
War das es nicht? So. Hieß das Passwort irgendwas? Ich glaube, ich hoffe. Ich habe viel zu viele Bänder dabei. Aber ich will die auch nicht irgendwie zu Hause verstecken. Na, vielleicht sollte ich es machen. Schlüssel der Blackwater-Banditen. Ach, kannst du das nicht automatisch laden? Könnte quasi alles hier duplizieren. Was ich natürlich nicht will, weil... Wäre ein bisschen blöd. Ich könnte leeres Holoband duplizieren, ne? Hätte ich zwei leere Holobänder. Anforderung eines... Tja, hätte ja funktionieren können. Oh, Mann. Das wäre der Hack gewesen, der Lifehack des Jahrhunderts, ey. Aber es geht natürlich nicht. Hä? Bin ich jetzt blöd? Schlüsselteil. Hä? Soll ich das hier duplizieren? Schlüsselteil der Knallharten. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, was ich machen soll. Schlüssel der Knallharten. Ich bin auch so blöd, ne? Zuzuschauen. Ach, wo wir gerade davon reden. Ich weiß nicht genau, was sie in Bolton Greens finden werden, aber was auch immer den Gourmets zugestoßen ist, war bestimmt so grausig und unmenschlich wie sie. Viel Glück! Verzeihen Sie mir, wenn ich diesmal nicht zuschaue. Musst du nicht. Ich krieg das auch so hin. So, wir haben noch was anderes gefunden, aber erstmal gucken wir uns das hier an. An die zuständigen Personen. Ich habe versuchsweise an einer ihrer geleiteten Meditationen teilgenommen. Und obwohl ich sie zunächst als entspannt empfand, war der Geruch der Räucherstäbchen für mich einfach unerträglich. Noch viel schlimmer erging es allerdings dem blutroten Walross, das neben mir saß. Seine Schnauze schwoll mit jedem Niesen weiter an. Dem blutroten Walross? Okay, ich vermute mal, das waren Drogen. So, wir hatten irgendwie Transistenz-Ding ins Kirchen-Zolo. Ja, ich werde es nie wieder finden. Ich werde auf jeden Fall demnächst mal wieder ein bisschen was ablegen müssen. Soll denn eine Transistenz? Seien Sie herzlich gegrüßt. Ah. Danke. Okay. Ich weiß Bescheid. Gut. Suche im Bolton Greens nach Notizen. Oh, das ist jetzt wo genau? Da ist eine Bombe. Okay, ich bin auf den Server gekommen und da ist eine Bombe einfach explodiert. Oder ich war kurz weg. Eins von beiden. Hütten am See. Blei. Okay. Gut zu wissen. Ach, da ist die Quest. Gut, Freunde, aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, denn ich habe heute leider nicht so viel Zeit. Und dann machen wir den Scheiß und vielleicht schaffe ich es genug aufzunehmen, dass ich auch dann meinen Stream verfolgen kann. Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird, zeitlich gesehen. Mal gucken. Haut rein, euer Zero. Tschüss.